Hallo und herzlich willkommen zurück bei State of Decay 2. Hey, was poppin', amigo? Nix läuft, amigo, Schnauze. Die Waffe ist im Arsch. So, wir brauchen eine neue Knarre. Was haben wir denn da? Die da, die ist kaputt. Toll. Wir haben die da und die da mit. Halt, die können wir ja gleich mal ausrüsten. Mein Brecheisen wird auch bald am Arsch sein. Das lagern wir ein. Und nehmen. Beil? Zimmerbeil. 4 Pfund. Verwerten für 12. Okay. Wir haben dann einen Haufen solchen Shit haben wir dabei. Verband haben wir dabei. Dann nehmen wir jetzt dann. Die Schmerzmittel nehmen wir mit. Und wir müssen uns ja noch mal heilen. Ups. Medizinische Hilfe. Wow, 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 wow. Verbände. Massenheilung. Mods, Wasserkühler, Wasserversorgung, gefüllt an den langen. Tragbarer Generator, um eine lange Strom zu versorgen, Fahrradgenerator. Muss installiert werden in Garten, Farm, Hydrokultur oder ähnliches. Muss in Werkstatt, Waffenlager, Schmiede, Autowerkstatt. Okay. Ha. Shit. Das kostet. Aktiven Charakter behandeln. Das kostet 3. Alter. Nee, das kann ich nicht machen, ey. Das ist. Da habe ich fast kein Ding mehr. Oh, ich wollte das Auto reparieren, fällt mir gerade ein. Ah ja, und ich kann jetzt übrigens. Zack. Ups. Zack. Gemeinschaft. Wir brauchen einen Anführer. Bäm. Anführer zugeteilt. Überlebenden verbannen. Klick. Gute Moves. Achso, ja, ich wollte ja mit der Winter sprechen. Mit der Winter. Wo gammeln die Alte eigentlich rum? Wobei ich jetzt trotzdem erstmal mir das Auto-Reparatur-Kit rausnehme. Wo gammelt das blöde Reparatur-Kit rum? Hier irgendwo, oder? Zack, nehmen wir eins mit. Da unten müsste sein. Ich dachte, die liegt da rum. Da ist sie. Ich nicht für ein paar Fremde riskieren, nicht wahr? Funktionierende Autos zu finden ist heutzutage eine große Sache, es ist das Risiko absolut wert. Ich möchte sie noch nicht ignorieren. Oh, I'm sorry to hear it, but it's cool. Okay. That was graceful. Was ist jetzt los? Oh, ich hab das, die Axt gar nicht ausgerüstet. Ja, mit dem Beil ein bisschen rum. Wenn man schon aufs Plop macht und das blöde Ding einfach wieder ganz ist. Und? Tatsächlich. Alter, wir haben es voll drauf. Ah, jetzt kann es auch wieder diese Wendung machen. Wow. Was ist mit euch los? Weg da. Aus der Bahn, ihr Schweine. Soweit ich weiß, erneuert sich das zum Finden, glaube ich, auch wieder, wenn ich mich nicht täusche. Ja, sonst wäre ja irgendwann die Karte leer, ne? Warte. Könnt ihr hier runterkommen, bitte? Ja, okay. Wir haben das Auto gerade frisch repariert, da wollen wir jetzt das nicht. Ne? Sehr schön. Yo, heads up. Found a couple of things while I was out. Ja, passt schon. Oh, war nicht schlecht, was er gefunden hat. Was ist da hinten?
Hä? Ich hab da jetzt irgendwas auf der Karte gesehen. Was ist denn das? Oh, scheiße. Was zur Hölle ist denn das? Gerste und verdorbene Blaubeeren? Einen Aufgeblähten getötet. Ja, so sieht's aus, Mann. Okay. Ah, fuck, jetzt habe ich dieses scheiß Blatt Papier wieder mitgenommen. Ja, scheiß drauf. Schnell in die Karre! Hey neighbors, we could use some extra hands. Ah, bist du? In neighbors. Ich bin mal gespannt, wo die jetzt dann genau hin wollen. Sind ja hier, soweit ich weiß, ne? Ja. Schön da bleiben. Ah, fuck. Sehr schön. Sprich mit Spencer. Ja, wir warten mal kurz, ne? Kommt ihr auch wieder rein, oder? Ah ja, da. Wir haben einen Ort gefunden, wo wir perfekt an Autos arbeiten. Dann kannst du das für uns regeln. Klar. Good. Take the newbie over there with you. More useful than standing around here. Whatever you want. Sag mir hier eher, wenn du bereit bist zu gehen. Lass uns gehen. Ach, deswegen nennen die die Lehrling. Ups. Wo ist diese scheiß Werkstatt? Da oben! Really? Wollt ihr mich gerade verarschen? Das war jetzt Doppelteam. Das ist ja ewig weit weg, Alter. Seid ihr behindert oder so? Was? Was? Den Infektionsherd? Ah, nee, solchen Herz ist was. Falsche Seite vor der Tür. Ups, Entschuldigung. Oh, wir sind ja schon da. Wow. Das ist ein neuer Gegner. Hui. Straßenkriege. Oh oh. Blinde Gerechtigkeit. Einen Tobsüchtigen getötet. We picked up a hitchhiker. Congratulations. I'm beyond impressed by you. Oh, great. Reinforcements. Look,
A friendly face. Not bad. Oh, fuck. I wonder if anybody's home. Komm schon. Was bist du für einer? Ach, das ist der Spencer, willst du mich verarschen? Alter, ich komme ja gerade so drüber. Much obliged. Ich kann es kaum erwarten, wieder an die Arbeit zu gehen. Ich freue mich schon drauf zu sehen, was man mit dem Zimmer anstellen kann. You know, I help too, right? Hello. Ziel erreicht. Plus 50 Einfluss. Geil, Mann. Trotzdem gehört hier alles mir. Macht mal die Zombies kalt, ja, ich muss hier suchen. Okay. Nur Shit. Nichts gescheut. Kann ich da noch irgendwie was finden? Nee. So, schauen wir mal, ist da was drin? Hey, this will make a great outpost. Hey, Leute, raus hier, meins. Eigentlich könnte ich es wirklich beanspruchen, ne? Potenzielle Ressourcen. Wo ist meine Karre? Da hinten. Ja, Batterie des Controllers beinahe leer, ich weiß. Das hat's rausgerissen, danke. Boah, fuck, mein Wagen ist ja fast leer. Ich weiß gar nicht, ob ich zurückkomme. Shit. Muss ich da. Boah, da hinten ist auch ein Seuchenherd, Alter, was geht denn? Way too loud. Nein, nicht ins Auto! Nein, auch nicht vor, nein, auch nicht ans Steuer, hör doch auf anzumachen, du Arsch! Dämliches Arschloch! Hier passiert. Vielleicht finden wir hier irgendwo Benzin. Yeah, I'm sure we'll find a ton of stuff in here worth bringing back. Nee. Was können wir hier finden? I got some shitty news. Tabletten, wo abgelaufen sind. Gut, dass wir wieder was mitbringen. Schrauben. Wow. Tschüss. Das brauchen wir nicht. Ah, dann nehmen wir es halt. Okay. Hier. Oh. Ups. Kochbuch. Okay. Hey, all clear. Ja, auch Kochbuch. Es wäre gut, wenn man hier irgendwas. Was haben wir da alles? Polizeistation, Antiquitätenladen, Gemischtwarenladen, Eckbüro, schäbiges grünes Haus, freistehende Garage, freistehende Garage. Los geht's. Müssen wir dann später eh mal wieder tauschen, den Typen.
In Floyd. Boah, was zur Hölle bist du? Nein. Boah. Ich glaube, ich lasse das Auto jetzt hier mal stehen. Oh oh. Fuck, der weiß immer noch, wo ich bin. Jetzt wird er müde, willst du mich verarschen? Such, 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 such. My back's already killing me. Oh Gott. Oh shit, Mann. Oh Gott, es war eine schlechte Idee. Fahr, 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 fahr. Noch eine Tablette, wo mein Arsch war. Willst du mich verarschen? Ja, okay, das hat sich jetzt komisch angehört. Boah. Ich werde es nicht heimschaffen. Warte mal. Ablegen. Ablegen. Ah. Boah, leck, ey. Also man kann die aufbrechen, damit man das bekommt, was innen drin ist. Sehr schön. Boah, Alter. Boah, da ist ein Seuchenherd. Infizieren. Okay, 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 okay. Ja, das wird ja jetzt lustig. Jetzt müssen wir schauen, dass wir heimkommen. Einer ist müde, Mann. Weißt du, kommt da so ein fetter Brocken angelaufen. Legen wir noch die ganzen Leichen rum. Sollen wir vielleicht in Zukunft immer was mitnehmen, ne? So, jetzt sind wir daheim. Gotta be quieter. Wir haben bloß noch zwei. Man, running low on meds like this is just asking for trouble. Ja, ja, ich habe ja schon was. Aus dem Weg. I'm running on fumes here. Oh.
So, jetzt aber. My back's already killing me. Not enough pockets for that. Nein. Das kommt rein, das nehmen wir mit, fertig. Way too loud. Jetzt könnten wir ja dann den anderen nehmen. So, das legen wir auf, das. Die können wir ablegen. Was habe ich da? Achso, ja, die. Die ist ja im Arsch, ne? Ach, man kann die... Für eine erforderliche Anlage. Achso, dachte ich mir schon. Wobei, was rüste ich denn eigentlich jetzt noch aus? Den muss ich jetzt dann eh austauschen. Was, wie, was, hä? Wandernder Händler, Lebensmittelräuber. Was, da oben? Der ist da, wandernder Händler. Mysteriöser wandernder Händler. Okay. Säubere deine Stadt von solchen Herzen. Okay. Ich muss 3 Seuchenherzen erledigen. Was? Habt ihr gesehen, was beim ersten schon war? Seid ihr behindert oder so? 5 Minuten wartender Händler. Okay, das lassen wir. Ja, der kann eigentlich den Backpack dran lassen, ne? So wie wir es jetzt haben. Dann machen wir jetzt zack, zack und tauschen jetzt. Geh ich in Paul. Kontrolle übernehmen. Was hat denn der eigentlich noch dabei? Ach, der hat noch die kleine Waffe dabei und die Muni. Okay, aber Leute, das war's jetzt dann schon mit dieser Folge. Ich bedanke mich jetzt bei euch fürs Zuschauen, ne? Und dann macht's gut, bis zum nächsten Mal. Servus.